Vietnam war auf dem See. Und ich habe gleich mitgewackelt. So, jetzt gerade lagen wir auf dem See und ich habe gleich mitgewackelt aus Solidarität. Ohne Spikes und schön auf den Appel gesetzt. Jawohl. Das gibt Klicks. Ganz toll.
gespurt, Loipen auf dem Eis ist auch nicht aller Tage. Eine wunderbare Region hier, Eiswandern. Also jede Menge Möglichkeit hat man hier, wandern zu gehen in Antheus. Das ist schon echt schön hier. Würde mir auch mal gefallen, muss ich ehrlich sagen. Unser Nachwuchs. Ich wollte gerade sagen, die werden wir irgendwann mal sehen. Nur wirst du nicht mehr erkennen. Ja, liebe Videofreunde, ich wollte euch das nochmal zeigen. Hier von dem Stellplatz aus läuft man halt gleich zur Piste. Gehen wir mal hin. Und hier kann man dann, also wenn natürlich noch mehr Schnee liegt, jetzt ist ja schon also ziemlich abgetreten alles und so vereist auch, kann man dann hier runterlaufen. Und hier unten ist dann die Piste. Meine Güte, da ist aber was los heute. Das ist natürlich auch nicht so ohne zu Corona-Zeiten. Uiuiuiui. Ja, und hier ist der Weg. Wie gesagt, lauft ihr runter und seid ihr direkt gleich unten an der Piste. Das ist natürlich total schön. Und die Piste hier, die Miara, das ist eine super schöne Piste, eine blaue Piste, die ganz einfach ist und man kann mit der Gondel hoch und runter fahren. Das war für mich immer besonders schön, weil ich hasse es, Sessellift zu fahren. Das war nicht meins. Und so konnte man hier schön mit der Gondel hochfahren, einwandfrei. Also es ist immer nach wie vor unser Lieblingsskigebiet. Kronplatz ist wirklich toll. Ja. Da drüben sind auch noch Pisten. Man kann über die Stadt mit einer Gondel fahren. Also von links nach rechts praktisch über die Stadt kann man auch mit einer Gondel fahren. Und dort oben habt ihr eine schwarze Piste auch, dann ist rote Piste da unten. Also jede Menge Möglichkeiten hier zu fahren. Und wenn man hier oben ist, hochfährt, dann kann man bis auf den Kronplatz hochfahren und dort auch alles abfahren, was man möchte. Also es ist ein riesen Skigebiet, ganz, ganz toll. Ja, was jetzt nicht so schön ist hier, ist, dass alles hier vereist ist und kaum gestreut ist oder irgendwas. Auch auf dem Campingplatz ist also ziemlich alles vereist. Ja, ich habe mir gestern halt auch deswegen Spikes gekauft. Damit laufe ich halt schön sicher. Weil hier ist echt wirklich, also total vereist und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ich will ja jetzt nicht Falsches sagen, aber wie ihr das vielleicht auch sehen könnt, unter den Wohnmobilen ist echt sehr viel Wasser, sehr viel Eis. Also ich vermute, dass doch viele hier das Wasser ablassen und nicht jeder sein Wasser ordentlich wegbringt, weil die Wohnmobile sind natürlich hier alle zugehangen. Die kommen hierher, die meisten natürlich nur zum Skifahren, klar, und hängen das dann zu und dann fahren die auch nirgendwo hin, auch nicht zu der Ablassstation. Und dann stehen immer so ganz kleine Eimerchen da drunten, also da ist passt nicht viel Wasser rein. Und ich habe auch gestern also aus einem Ablass habe ich dicke, fette Eiszapfen gesehen und dadurch war dieser Stellplatz halt sehr, sehr, sehr vereist. Und deswegen habe ich mir auch diese Spikes gekauft, weil im Allgemeinen auch öfters nicht so gestreut ist und ich schon, ja, und ich bin schon so oft gestürzt, richtig doll gestürzt mit schweren Verletzungen. Ich bin echt ängstlich, also das kommt auch noch dazu, ne? Ja, für uns geht es jetzt weiter.
Ach, ich zeige euch gerade noch hier den Schlauch. Moment. Ja, mit dem Schlauch hier könnt ihr überall hinrollen und da habt ihr immer Frischwasser vor Ort. Das ist natürlich toll. Und ja, könnt ihr euch überall Wasser holen. Jetzt kann natürlich auch möglich sein, weil der Schlauch, den kann man am Wohnmobil dann nicht abstellen, das Wasser. Man muss den dann knicken. Nicht jeder schafft das, weil das auch ein recht dicker Schlauch ist. Und da kommt auch immer viel Wasser raus. Das kann natürlich auch sein, dass deswegen auch überall so ein bisschen vereist ist, ne? Ja, aber ansonsten, ihr seht, der ist gut besucht. Der Platz ist voll. Bietet sich aber auch wirklich hier an durch diese Piste. Und ja, also die sind super, super nett. Die Betreiber sind echt wirklich fleißig, nett, freundlich und die schuften hier wirklich, weil so viele Wohnmobile, jeder will was. Nebenbei führen sie das Restaurant. Also es ist wirklich, die sind sehr, sehr fleißig. Wir waren gestern Abend übrigens hier essen. Es war sehr lecker, Pizza. Ich frage mich immer, warum die das bei uns in Deutschland nicht hinkriegen, so gute Pizzen zu machen. War echt gut gewesen. Hier ist das Lokal. Der Ritterkeller. Ja, und hier ist halt so auch der Weg. Das ist halt ziemlich eisig. Ah, Müll wurde geleert. Also hier ist die Müllstation. Gestern konnte man fast gar nichts mehr hinbringen, weil alles voll war. Michael kommt gerade. Ja, und für uns geht's jetzt, wir haben uns jetzt überlegt, dadurch, dass Michael sowieso kein Ski mehr fahren kann, leider, also ist sehr traurig für ihn, aber es ist halt leider auch nicht zu ändern, fahren wir jetzt schon langsam los. Und werden jetzt nach Füssen fahren heute und wollen dort einen Tag bleiben. Vielleicht fahren wir dann morgen noch weiter. Wir müssen mal gucken, wie die Wetterlage dann ist. Und ja, machen da jetzt nochmal eine Zwischenstation. Hier haben wir übrigens gestanden am Anfang, wo wir angekommen sind. Das sind die Plätze ohne Strom hier. Und eigentlich sind das die schöneren Plätze, wie es ja oft so ist, wenn man irgendwie autark ist und sich das aussuchen kann, wo man stehen kann, sind ja auch die Plätze, die ohne Strom sind, schöner. Und da hat man echt einen super schönen Ausblick gehabt hier. Heute ist das Wetter nicht ganz so schön, aber die ganzen Tage war das jetzt wirklich herrlich. Also allein deswegen war es schon gut, dass wir hierher gefahren sind. Ich habe nämlich mal auf das Wetterradar geschaut in Deutschland, beziehungsweise nicht in Deutschland, am Arlberg. Also das war schon gut so, dass wir hierher gefahren sind. Da ist es grauselig. Und ja, das war der Aussichtsplatz gewesen und es war schon schön. Also wenn man keinen Strom braucht, ist das eigentlich der schönere Platz. Hier ist auch gleich eben die Entsorgungsstelle. Ach, die zeige ich euch nochmal gerade schnell. So, also hier ist gleich die Entsorgungsstelle am Platz. Das ist nämlich auch das Gute, wenn man hier unten steht. Und da hat man jetzt, ich gehe da nicht näher ran, weil es ist nicht unbedingt appetitlich, was da manchmal so liegt. Da ist Grauwasserablass und auch Toiletteablass. Ja, aber wie gesagt, alles vor Ort. Schlauch ist auch da zum Saubermachen. Manche machen das ordentlich, manche halt nicht, so wie es halt immer so ist. Ja, und von dort aus, wenn ihr das sehen könnt, da ist dann der Müll und da oben gleich das Lokal und dann ist halt da oben stehen dann die anderen Wohnmobile. Also der Platz ist wirklich zu empfehlen. Ist wirklich schön. Hallo liebe Videofreunde, wir sind da. Wir sind in Füssen, haben uns auch Zeit gelassen, waren noch ein bisschen einkaufen, waren noch mal beim Schloss Schwanstein, haben mal geguckt, ob wir ein paar Aufnahmen machen können im Dunkeln, aber es war schon eigentlich zu dunkel. Eigentlich wollten wir die blaue Stunde noch erwischen, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt stehen wir hier auf dem ich verlinke euch das. Wohnmobilpark, ne? Oder sowas. Das ist ein großer Stellplatz. Hier passen sehr viele. Camperstop. Camperstop heißt das, ja.
passen sehr viele Wohnmobile her und auch sehr schöne Wohnmobile hier. Echt tolle. Und das ist ein schöner Stellplatz, muss ich sagen. Man hat auch die Möglichkeit, hier kann man auch in der Nähe essen gehen. Und es gibt WCs, Duschen, Fähr- und Entsorgung natürlich sowieso. Und Strom. Was kostet Strom? 1 Euro, 1,4 Kilowatt. Aha. Und dann 17 Euro kostet der Platz. Ja. Und ich schnippel jetzt so ein bisschen hier, weil ich will jetzt ein bisschen Tomaten. Also wir wollen halt ein bisschen italienische Antipasti machen und will ich so Bruschetta machen und dann bereite ich gerade vor. Unser Mülleimer ist übrigens wieder kaputt. Der hat leider nicht lange gehalten. Das müssen wir dem Herrn Schubert mal sagen. Also die Konstruktion war nichts. Und jetzt werden wir es irgendwie selber versuchen. Ne? Dass wir da eine Lösung finden. Dass wir da eine Lösung finden, dass wir das irgendwie ein bisschen konstruieren können, dass das mal hält. Also das andere mal nichts. Und das ist auch nicht. Wir haben mal, also viel passt ja sowieso nicht rein in den Mülleimer. Also dass es irgendwie zu schwer sein könnte oder so, ist eigentlich nicht der Fall. Und ja. Hat nicht gehalten. So, jetzt werde ich mal weiter vorbereiten und dann gibt es gleich Abendbrot. Mhm.